Wie in jedem Jahr begleitete auch am Volkstrauertag 2024 eine Abordnung der Kliebigtaler Musikanten das Gedenken in Wolferode. Zudem Ortsbürgermeister Jörg Gericke, wieder Vertreter des Ortschaftsrates, der Vereine des Ortes sowie des Kreisverbindungskommandos begrüßen konnte. In seinem Totengedenken erinnerte er zuerst an alle Opfer von Gewalt und Krieg. Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden, Teil einer Minderheit waren oder deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurden. Wir gedenken derer, die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft geleistet haben, und derer, die den Tod fanden, weil sie an ihrer Überzeugung oder an ihrem Glauben festhielten. Wir trauern um die Opfer der Kriege und Bürgerkrieg unserer Tage, die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung, um die Bundeswehrsoldaten und anderen Einsatzkräfte, die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren. Wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt Opfer geworden sind. Wir gedenken der Opfer von Terrorismus und Extremismus, Antisemitismus, Rassismus in unserem Land. Wir trauern mit allen, die Leid tragen, und die Toten und teilen ihren Schmerz. Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern. Und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt. Auch Pfarrer Steffen Richter stellte sein Gebet unter das große Thema Frieden und die Frage, wann die Menschheit endlich klug wird und auf Kriege und Gewalt verzichtet. Musik.